Welcher Influencer fuckt dich am meisten ab? Jeremy. Jeremy? Jeremy Trains. Okay. Jeremy, alles klar. Welcher Influencer fuckt dich am meisten ab? Coach Aaron. Coach Aaron kenne ich nicht. Was macht er denn? Er sagt, Kohlenhydrate sind schlecht und man sollte keine Kohlenhydrate zu sich nehmen. Das ärgert mich am meisten. Dennis Wolf. Dennis Wolf? Ja, warum? Definitiv. Warum? Ja, ich bin nicht, also von dieser ESN-Bubble bin ich ein bisschen abgewandert jetzt. Ja. Gefällt mir dein Content ein bisschen besser. Okay, okay. Dennis Wolf, ESN. Also entweder habe ich voll die Psychose oder der Typ hat mich voll geflext, Alter. Welcher Influencer fuckt dich am meisten ab? Boah, Digga, das ist schwer, schwer, schwer. Es kommt drauf an, also es gibt so ein paar aus der Gummibärenbande, die schieben schon so ein bisschen Stress. Mal, welcher Influencer fuckt dich am meisten ab? Fällt mir jetzt keiner ein, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt? Oh, Flying Uwe, glaube ich. Ja, warum? Ja, ich finde ihn ein bisschen komisch, wie er sich im Internet präsentiert. Welcher Influencer regt dich am meisten auf? Oh, das sind momentan tatsächlich die ESN-Influencer, die mich aufregen. Die sind weit weg inzwischen von dem, wo sie früher mal vertreten haben. Am meisten? Ich würde sagen, Karl S. Die aggressive Art manchmal und dieser Unterton in gewisser Weise und dieses abfällige Verhalten allgemein gegenüber anderen Leuten im Internet ist immer ein bisschen schwierig. Boah, ganz schön viele, aber... Wen hast du am meisten Hasskicks? Die Veganer. Veganer? Ja. Okay. Coach Aaron. Coach Aaron kenne ich nicht. Was macht der denn? Er sagt, Kohlenhydrate sind schlecht und man sollte keine Kohlenhydrate zu sich nehmen. Das ärgert mich am meisten, obwohl sie einer von den wichtigen Nährstoffen für die Energiegewinnung für den Menschen da ist. Vor allem im Bodybuilding in hohen Intensitäten brauchen wir Carbs, ja, um pralle Muskeln zu bekommen. Wer sowas sagt, der hat keine Ahnung. Ja? Dankeschön. Welcher Influencer regt am meisten auf? Kai Gedan. Warum? Ich schaue mir die Videos von William an und da... Ah, okay, ich verstehe. Ja, doch, ja. Doch, ich weiß, was du meinst. Ja, okay. Mich aufregen? Ja, wer regt dich am meisten auf? Welcher Influencer? Boah, vielleicht ein paar von der Gummibärenbande, so Jeremy oder so, die sind ein bisschen nervig. Boah, diese Hardcore-Fitness-Mädels, okay. Die sind schon wirklich hart. Warum regen die dich auf? Ja, die sind manchmal so fake. Welcher Influencer regt dich am meisten auf? Mario Müller. Warum? Ich finde zu viel Wissenschaft hinter dem Training. Okay, also sagst du einfach hart trainieren und bolzen. Ja, logisch. Ich finde Karl S. komisch, aber... Okay, kann ich verstehen. Ja, ja. Bisschen abgehoben und so, ne? Ja, ja. Der sagt ein paar komische Sachen, ja. Aber... Muss auch sagen, die Memes, die finde ich manchmal echt witzig, so, ne? Ja, aber wenn man dann denkt so, okay, meint er das wirklich ernst, dann ist immer so die Frage, kann ich auch nicht ganz einschätzen, ob der einfach reich ist und Langeweile hat, ja. Und trollen will, ja. Oder ob der das ernst meint. Das ist ja. Immer so ein bisschen, ne? Sascha Mühle, wa? Okay, Sascha Mühle, kann ich verstehen. Ja. Labert echt viel Scheiße. Kuchen-TV. Kuchen-TV, aber ich meine Fitness-Leute und so. Achso, boah, schwierig. Eigentlich keiner. Ehrlich? Nee. Hast du keinen Hasskick? Nee, eigentlich nicht. Okay, was läuft an der Fitness-Szene schief, deiner Meinung nach? Auch nichts. Dennis Wolf. Dennis Wolf? Ja, warum? Definitiv. Warum? Ja, ich bin nicht, also von dieser ESN-Bubble bin ich ein bisschen abgewandert jetzt, ja. Gefällt mir dein Content ein bisschen besser. Okay, okay. Ne? Boah, du bist der geilste Meister-Troll. Ich feier dich unnormal. Du hast mich gerade unnormal verarscht. Das ist voll witzig. Habt ihr das gemerkt? Solche Leute will ich auf der FIBO haben. Okay, geil. Sehr schön. Danke, Mann. Ich bin gefreut. Bester Mann, Alter. Dennis Wolf, ESN. Also, entweder habe ich voll die Psychose oder der Typ hat mich voll geflext, Alter. Was denkst du, läuft an der Fitnessszene schief, wenn überhaupt was schief läuft? Ja, ein bisschen dieses mit ESN und so, dass alle irgendwie so angenommen werden und so. Auf einmal ist jeder da, ja, keine Ahnung. Zu viel Kommerz und so. Ein bisschen schon, ja. Okay, kann ich verstehen. Diese Kami-Check. Wer ist das? Irgend so eine Paula, glaube ich. Ach so, okay. Was macht die? Kami-Check. Ganz weird. Okay. Irgendwelche Fitness-Videos. Okay. Ohne Fitness. Ja, okay. Und warum regt ihr dich auf? Wegen Kami-Check. Achso. Ja gut, da kann ich jetzt nicht viel mit anfangen. Ja, die macht immer so mit ihrer Leggings und dann zeigt sie in ihren Schritt und sagt dazu Kami-Check. Achso. Am meisten? Ja. Kai Gedan. Okay, warum? Ich weiß nicht, zu komische Übungen. Was denkst du, läuft so an der Fitnessszene schief? Ja, alle zu weich. Zu weich. Ja, okay, das stimmt. Aber ich mach die Leute wieder hart, ne? Ja, du machst die Leute hart. Welcher Influencer riecht am meisten auf? Boah, aktuell wahrscheinlich Christian Wolf oder Julian Ziegler. Julian Ziegler, okay. Ja. Warum? Also ich sag mal so, der Typ ist ja nicht mehr Teil der Szene, aber er benutzt sein Instagram-Profil als Tinder-Profil. Das finde ich unfair. Okay. Was denkst du, läuft in der Fitnessszene schief? Boah, vieles, vieles. Einerseits Geld über Moral zu stellen und das andere ist, viele Leute fangen den Sport an aufgrund von irgendwelchen, ich sag jetzt mal, charakterlichen Defiziten und die arbeiten sie halt nicht auf, sondern der Arm wird nur dicker. Ja, das stimmt. Da kommt dann nichts. Also den Schaden, den hast du noch 10 Jahren noch. Ja, genau. Sie versuchen halt das eine Problem mit was anderem zu bekämpfen, was sich das
Problem löst. So. Ja, kann ich verstehen. Was denkst du, läuft an der Fitnessszene schief? Dadurch, dass jetzt der Markt so krass überschwemmt ist, versucht jeder das Rad neu zu erfinden, statt die richtigen Tipps zu geben. Welcher Influencer regt am meisten auf? Schwierige Frage. Also eigentlich niemand. Also Fitness ist eigentlich zurzeit relativ cool. Es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt da irgendjemand speziell auffallen würde, aber... Aktuell ist eigentlich alles entspannt, ne? Was denkst du, läuft an der Fitnessszene schief? Falsche Körperwahrnehmung. Dass quasi eigentlich im Internet alles immer so mit dem perfekten Licht aufgepumpt bis zum geht nicht mehr. Das ist einfach so. Da bekommt man einen miesen Schaden von. Genau, auch okay. Wenn man im Internet scrollt, man fühlt sich einfach schlecht, weil man sieht Leute, die einfach dreimal so breit sind wie einen, obwohl das eigentlich in der Realität dann ganz anders ist. Ja, stimmt. Welcher Influencer regt dich am meisten auf? Diese ganzen TVO-Frauen, die immer sagen, sie können gut trainieren. Okay. Machen eigentlich nur Müll. Ja. Ein bisschen. Was denkst du, läuft an der Fitnessszene schief? Weiß ich nicht, habe ich jetzt nichts Konkretes eigentlich. Das ist korrekt. Denkst du, irgendwas mit der Fitnessszene läuft schief oder bist du zufrieden, so wie es gerade ist? Nee, ich finde, manche übertreiben ein bisschen mit den ganzen Produkten, die man da alle nehmen soll. Zu viel Werbung. Ja, ich würde sagen, zu viel Werbung, aber sonst, ja. Nee, das finde ich auch so, stimmt. Welcher Influencer regt dich am meisten auf? Boah, ach, Digga, jetzt einfach kein Influencer fällt mir ein. William, nee. Kennst du William? Ja. An sich feiere ich den übel, aber ich finde manchmal, wenn er so... Sprich, kennst du Kai Gedan? Ja. Wenn ich mir da so Videos angucke, wie die den fertig machen und so Sprüche über seine Freundin bringen. Ungerechtfertigt. Ey, er gibt ja gute Tipps an sich. Ja, ja. Ey, und dann auch so dreckige Sprüche über seine Freundin. Ja. Ist uncool. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber ansonsten, ja, okay. Ich mag den eigentlich. Ja, gut. Denkst du, irgendwas läuft in der Fitnessszene schief oder ist alles gut, so wie es ist? Ich denke, läuft einiges schief. Vor allem so Missinformation. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein hotter Take ist, aber ganz oft sind die übertrieben breiten Typen, sind so viel Scheiße am Labern. Ja, ja. Aber du denkst einfach, der ist breit, der muss die Wahrheit sagen. Ja, das stimmt, das ist tatsächlich so. Viele Bodybuilder, die krass breit sind, die labern Scheiße. Boah, kennst du diesen, ich weiß nicht, wie der heißt, dieser Coach Müller oder so? Der macht so ganz komische Videos mit so ganz kurzer Range of Motion. Nee, hab ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ey, ach, du meinst Sascha Mühle? Genau den. Also, so richtig Hasskick habe ich nicht, weil Hass spüre ich nicht. Aber was mich aufregt, dass bestimmte Influencer, wie ein großer Name zum Beispiel Urs, der Werbung für Sachen macht, nur damit er Reichweite damit generiert oder schnell das Geld macht. Ja, sowas. Ich find, wenn man viel Verantwortung hat, sollte man damit umgehen. Ja. Also keine Ahnung, mich nennt so diese ganze Johannes Lukas, Vadim Brick-Szene, so, keine Ahnung, es nervt mich irgendwie, ja. Also so Jeremy und so. Ja. Weil, keine Ahnung, ich finde es irgendwie so, ich kann da nicht so viel von mir selber mitnehmen, ich lerne da halt nicht so richtig was. Und deswegen, keine Ahnung, ich skippe das halt immer. Im Prinzip lernt man ja auch eher von den Leuten, die schon viel gelernt haben. Ne? Ja, ja, genau. Ich finde, dieser Supplement-Hype, der gerät in eine ganz falsche Richtung. Es ist einfach zu viel und vor allem diese ganzen unnötigen Sachen, sag ich mal, so Geschmackspulver, die werden halt so angeworben, als wäre es das Wichtigste der Welt. Es werden neumodische Übungen verkauft, als wären es die krassesten Übungen aller Zeiten, obwohl es mal eigentlich mit den Basics noch am besten fährt. Welcher Influencer regt dich am meisten auf? Lars Ludwig. Warum? Ja, eine krasse Physik und alles, aber mich stört es, wenn man so, was heißt stören, ist ein bisschen nervig so, wenn man auf Insta sieht, wie sie so immer so diese krassen Edits von ihren Trainings hochladen und irgendwelche neuen Übungen zeigen, die deine Schulter zum Explodieren bekommen. Also eher klickgeil, bisschen oberflächlich. Ja, genau, solche Sachen. Okay. So halt, mach das, dann wirst du explodieren, nimm das Supplement, dann geht alles ab. Ja, ist auch nicht schlimm, also der wird es jetzt auch nicht zu Herzen nehmen, aber finde ich immer interessant, was die Leute so denken. Was denkst du, läuft insgesamt an der Fitnessszene schief? In der Fitnessszene? Ja, läuft irgendwas schief, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich finde so Mansphysik oder so, oder wenn Leute keine Beine trainieren, ja. Das nervt mich gut. Das nervt dich? Ja, ja. Okay. Weil das halt gehört zum Körper, wenn man so will. Okay. Das ist ein Teil, man muss mittrainieren, auch wenn es hart ist. Und das nervt klar, wenn halt ein paar Leute dann meinen, nee, die müssen kein Bein trainieren. Das fällt halt irgendwann auf, ne? Okay. Das finde ich halt persönlich nicht so nice. Okay. Deswegen Mans Physik auch niemals meine Klasse. Okay, kann ich verstehen. Ja, feier ich auch nicht. Ist auch egal, wenn Leute keine Beine trainieren, aber whatever. Also ich habe Urs mal gefeiert so, aber in letzter Zeit mit den ganzen Produkten, dass sich wirklich alle die Seele verkaufen. So. Ja. Und dass halt jeden Tag 10 Stories gemacht werden mit hier, kauf dies, kauf das und kein Mehrwert. Ja. So, also man lernt bei denen nichts. Wie gesagt, wird entweder Bizeps reingehalten so, oder Werbung gemacht die ganze Zeit. Stark. Also wirklich was lernen tut man nicht. Ist ja ganz ehrlich, man lernt nur bei dir, Philipp, also den anderen Philipp. Ja. Und vielleicht auch bei Lennart Felix oder ja, sowas, genau. Weißt du? Allein, dass ihr auch einfach, wenn man eine Frage hat, ihr schreibt einen, antwortet einem, so, das ist halt cool, so, weißt du? Ja. So, welcher Influencer regt euch am meisten auf? Boah, gute Frage. Ich hab mit der Frage jetzt nicht gerechnet. Ich habe jetzt einen speziellen Influencer nicht im Kopf, aber ich glaube, uns gehen beide Influencer auf den Sack, die eigentlich nur hauptsächlich so Sachen vermarkten. Ja. Also hier benutzt mein Code und Rice Pudding. 80% und Werbung in der Story. Ja, genau. Oder so. Ich finde, das sind echt die meisten und das mache ich an dir, weil du hast halt auch einen Haufen Content, den du rausbringst. So. Bei dir ist echt wenig Werbung. Ja. Und das finde ich halt gut. Also teilweise hast du
Jeden Tag das Gleiche. Ich habe vielen Influencern entfolgt, weil die Story halt einfach jedes Mal das Gleiche ist. Ja, ja. Für mich spezifisch jetzt jemand, der wirklich heraussticht. Ich finde nur generell, dass zu viel Müll einfach momentan in der Fitnesskette kursiert. Jetzt, ob es jetzt Instagram sei oder TikTok oder YouTube. Was meinst du mit Müll so? Viel Halbwissen einerseits, aber auch viel so veraltete Trainingsmethoden, die halt längst überarbeitet sind. Ja, ich finde auch, wenn man was sagt, sollte man irgendwo auch Verantwortung tragen, dass man keinen Müll weiterredet, weil sonst entwickelt sich die Szene ja nicht weiter. Eben. Das ist halt schwierig. Was denkst du, läuft deine Fitnessszene so schief? Nix, ich find's gut so. Okay, ja, das kann man auch sagen, das verstehe ich.